Ich begrüße euch total und recht herzlich. Projekt Star Wars für Oldies. Für Oldies. Also wirklich die, die ihr Alter haben und darüber etwas anders denken, weil sie nachdenken, weil Star Wars ein USA-Produkt ist. Es ist ein Produkt. Ich habe euch sogar einige Püppchen in die Kamera gehalten. Ja, es sind Püppchen. Wollen wir mal die Wahrheit und nicht als die Wahrheit. Star Wars ist auch damals als Krieg der Sterne Ware. Und ist auch als Ware konzeptioniert worden, ausgedacht worden, weil George Lucas Ware verkaufen wollte, um damit Geld zu verdienen. Er hat Geld verdient, war zwar nicht so viel, wie er wollte, darum das Produkt dann weitergeleitet, weil, okay, ab einem gewissen Alter will man nicht mehr, wenn man über 70 ist. Harrison Ford über 70 hatte auch keine Interesse mehr. Liegt aber nicht immer am Alter, man könnte auch im Alter weitermachen, wenn man von dem Produkt überzeugt wäre. So sieht's aus. Nun, ein waschechter Fan, der nichts anderes wie sein Fanismus im Kopf hat, als Fan anders reagiert, ziemlich merkwürdig reagiert, wenn er ein Fan wäre, also ein richtiger Fan, oder wenn er wirklich involviert wäre, würde er nicht fragen, was Marajush heißt. Marajush ist halt im Hörspiel die Leia so genannt, sie hat sich selbst so genannt, in einem Hörspiel, und zwar in der Trilogie von Thorn. So, Thorn war noch nie auf einer Leinwand, Thorn war noch nie da, wenn er es nicht gesehen haben sollte. So, Star Wars, Krieg der Sterne, fing an in einem Kino und war ein Film. Es war ein Film. Nach 42 Jahren ist es jetzt schon kein Film mehr, sondern ein Mythos. Ein Sein muss, obwohl ein Muss gibt es nicht. Aber für einige ist es ein Sein muss. Man muss alles wissen. Man muss wissen, was 1333 war. Man muss wissen, was Old Republic. Man muss die Games, man muss das europäische Universum in sich aufgenommen haben. Man muss den Thorn kennen, ja, und so weiter und so fort. Und dabei kennen die Produzenten, also die, die sich das ausdenken, müssen es nicht mehr. George Lucas hatte sehr viele Leute um sich herum, die diese Stories erfunden, aufgeschrieben, weiter, und er hat genehmigt, er hat sich das angeschaut und das Geld dafür gegeben. So sieht das meistens aus. Ein Chef selbst denkt sich so etwas nicht immer aus, wenn er ein großes Imperium zu führen hat. Er hat Ideen auf den Weg gebracht. Diese Ideen haben wir alle als Konsumenten oder wir, die dafür beauftragt wurden, angenommen und dann in die Welt getragen, in die Welt der Fantasie. Und wer ist am besten zum Vermarkten von Fantasie? Richtig, Walt Disney. Die Firma Walt Disney wird natürlich zu einem Imperium. Ist auch in Ordnung. Problem wäre nur, wenn das Imperium mal fällt. Dann fällt auf einmal alles, sehr viel sogar. So zum Beispiel, wenn welche von der GAFA reden, Google, Amazon, Facebook, Apple, und diese Herren Mächtigen zu Fall bringen möchten, bedeutet, dass unser aller Online-Freiheit zu Ende geht. Online-Freiheit, auch bei Star Wars, ist Fantasie. 2 Milliarden Websites gibt es im Moment. Gesehen alle haben wir nicht. Und Interesse, die zu sehen, haben wir auch nicht. Bei der letzten Sendung, wo ich die Figuren hochgezeichnet und darüber ein bisschen gesprochen, habe ich mir natürlich eine Website angesehen von StarWars.com. Habe mir die übersetzt und habe sie mir angesehen. Da ich das sehr intensiv mache, weil ich halt in dieser StarWars-Kulisse, sagen wir StarWars-Dekoration, sitze, die auch abkaufbar ist. Es lohnt sich aber nicht mehr abzukaufen oder zu verkaufen, weil bei Amazon es schneller geht mit einem Klick. Man kann zwar sagen, kauf jetzt hier, statt zu warten, aber das bringt nichts, weil das, was ihr gerne haben möchtet, kann so ein Fachgeschäft gar nicht haben. Das Fachgeschäft zum Beispiel in Orlando, vor kurzem eröffnet, wenn ihr euch dafür interessiert, geht mal schauen, geht bei Google ein, Star Wars Store, und landet dann nicht bei Disney, sondern landet dann bei denen, die 100% Fans sind. Ihr seht, ich bin immer beschäftigt. An alle Star Wars Fans, an YouTuber, an alle Star Wars Leute, die damit Geld verdienen, ob sie nur Cosplay machen, Conventions machen
oder Events machen im Namen von Star Wars. Gehört aber Disney und Disney ist ein Produkt. Ein Produkt, um damit Geld zu machen. Eine sogenannte Industrie, eine Filmindustrie oder sagen wir eine Unterhaltungsindustrie. Also wie Walt Disney angefangen hat, eine Mickey Mouse ins Leben zu rufen, ich glaube 1956 oder jedenfalls in den Jahren, wo er da der Chef war und mit der kleinen Mickey Mouse angefangen hat, ist es heute ein Imperium und da sind wir beim Kern der Sache. Das Imperium der Macht genannt, Star Wars, Krieg der Sterne, ab 77, 78, 79 ging es so langsam los. Angefangen hat es aber 1970 schon auf 14 Blatt Papier, genannt George Lucas, der da unterwegs war und gefragt, ob seine Idee irgendwo angekommen wäre. Aber sie kam nicht. Und irgendwann kam sie doch. Und er hat sie umgesetzt. Disney ist jetzt der Chef. Disney gehört jetzt alles. Star Wars, diese Geschichte, gehört Disney. Und als Geschäft, der jetzt seit 40 Jahren analog digital dabei ist und das alles miterlebt hat, als Firma, nicht als Fan, sieht alles anders, hört etwas anderes und bemerkt etwas anderes und hat auch was ganz anderes angesagt bekommen. Und hin und wieder sagt man ja die Wahrheit und nichts als die Wahrheit und das irritiert, weil ein Fan das gar nicht wissen kann. Er weiß zwar eine Menge durch Wikipedia, aber Wikipedia, das ist nicht der Almanach der Wahrheit. Die Wahrheit sieht anders aus. Hinter den Kulissen von Disney, hinter den Kulissen von Lucasfilm, hinter den Kulissen aller, auch der GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, sieht die Welt anders aus. Und Firmen, die für die Firmen arbeiten, haben ganz andere Primärsachen, wo ein Fan eine sogenannte Sekundärsache sieht. Auch für eine Firma ist es, bleibt es primär, gewisse Sachen anders zu betrachten. Die Figuren, die ihr sammelt, sind in Wirklichkeit Püppchen, Plastik für wenig Cent. Wenn ihr sehen würdet, wie da an den Tischen gehandelt wird, wie das produziert wird und wie es produziert werden soll und nach welchen Richtlinien es doch auf den Weg gebracht werden soll und welches Marketing, welche Strategien dahinter stecken, damit ein Fan glücklich wird damit, damit ein Fan das kauft, sein Geld zückt etc. und pp. Also ich sehe das halt als Firma komplett anders und deswegen sage ich es noch einmal. Ich sitze in einer Dekoration, bin dennoch ein Händler, der das an sich oder war der Meinung, vielleicht könnte man damit Handel treiben, darum halt auch nur Geschmack, so nennt man das, das Geschmack machen. Ja? Wenn ihr an einer Gondole vorbeigeht in einer Kassensequenz, also ihr seid in der Kasse und geht auf die, rollt auf die Kasse zu, rechts und links, nennt man Quengelartikel. Sie sollen euch quengeln, es doch noch mitzunehmen, nennt sich Suggestion. Und so ist es natürlich auch das mit den Star Wars Sachen. Also hier für alle Zuschauer, für alle Kunden, die tagtäglich hier erscheinen und wir auch fröhlich über Star Wars sinnen, sprechen, heute Morgen auch, ich war im Keller, ich habe die uralte Fassung auf VHS gefunden. Ich meine, das ist doch schön. Eine uralte, 42 Jahre alte VHS-Kassette zu finden. Ja, und die sich dann nochmal anzuschauen, wenn man einen VHS-Rekorder noch hat. Na? Ja. Ach, herrlich. Also es macht so viel Spaß hin und wieder in der Vergangenheit von Star Wars, Krieg der Sterne, irgendetwas zu erleben, zu hören, zu sehen und selber auch daran beteiligt zu sein. Darum macht das, und deswegen sage ich Star Wars Familie, Projekt Star Wars für Oldies, das war eine Idee und bleibt auch. Ich verabschiede jetzt erstmal den März 2019. Hoffe, dass im April, 11. bis zum 15. wir wirklich viel Spaß haben werden mit Star Wars, mit diesem Streamen, mit den ganzen Informationen, die wir bekommen werden. Also ich werde mich aus irgendwelchen Spekulationen raushalten.
werde kein Spekuliereisen anfassen, sondern ich werde immer nur Disney persönlich, wenn überhaupt, und warten, wenn Disney persönlich etwas freigibt. Jetzt habe ich wieder eine Unterhaltung, muss ich ran. So, da bin ich nochmal. Und zwar mit den Star Wars News. Die Star Wars News sagt, dass Star Wars ein Produkt amerikanisch ist und bleibt. Dass Disney der Vater des Ganzen jetzt ist. Mit vielen Kunden braucht man über das neue Star Wars überhaupt nicht sprechen, aber das alte geht zu Ende. Das alte Star Wars geht zu Ende, also müssen wir oder sollten wir über das neue Star Wars reden. Man kann ja nicht sagen, ich bleibe beim alten und gut ist. Wenn man Star Wars mag, sollte man auch das neue abwägen. Nicht nur Resistance, Galaxy of Adventure oder also das für die Jugendlichen, absolut Jugendlichen, für fast fünfte oder sechste Generation zugeschnitten. Auch wir, erste Generation, sollten sagen, stopp, okay, Star Wars erneuert sich, Star Wars wird neu, warum nicht? Ich schaue es mir an. Also ich persönlich schaue mir alles an. Ich schaue mir auch Resistance an. Resistance läuft ja jetzt hier Ende März im Disney Channel. Nur kenne ich das schon, weil ich Disney XD habe und mir auch XD angesehen. Jeden Samstagmorgen zum Frühstück habe ich mir die paar Minuten Resistance angesehen von Star Wars. So schlecht war es nicht. Es ging halt darum, dass da ein paar Piloten Rennen geflogen, dass ein paar Piraten versucht haben da und so weiter und so fort und Spionage und dann The First Order, also die erste Ordnung. Dann wurde ja auch von Herrn Hux da so richtig losgelegt, wie auch in 7 er hat losgelegt. So Abteilung 8, also Episode 8, wie der Hux da rumgeschleudert wurde, wie Poe angeflogen kam und okay, 8 ist halt so eine Art Klamotte, genauso hat sich jeder gefragt, wie die Bomben runterfallen konnten. Da fällt nichts. Wisst ihr, manchmal geht einem, glaube ich, die Fantasie durch und Johnson ist die Fantasie reichlich durchgegangen, weil er hat dann alles vernichtet. Er hat die gesamte Bomberflotte vernichtet. Und zum Schluss war ja an sich Ende mit Rebellion. Wenn wir ehrlich sind. Rey kam, hat die gerettet, die kamen alle raus und dann, so, E9, also Episode 9, soll 15 Jahre später, wo die Rebellion schon fast zu Ende, irgendwie schneidert man da jetzt das Ende zusammen, packt auch die Leia-Darstellerin mal eben kurz mit irgendwelchen Frames da rein und beendet das Ganze. R2-D2 wird vielleicht beendet, 3-3-PO ist dann vielleicht auch Ende, weil BBA übernimmt, vielleicht, da soll ja auch ein zweiter BBA kommen, der hat eine andere Nummer, BA9 oder so ähnlich, so ein schwarzer soll dazukommen. Also eine Menge ist ja da schon, aber wie gesagt, das ist Philosophie, die nehmen wir nicht auf. Wir bleiben jetzt da, wo wir sind. Wir sind jetzt am Ende vom März 2019 und beginnen jetzt den Sprung in den April. Und diesen Sprung soll uns wirklich gelingen am 11. und bis zum 15. im Streaming-Bereich von Walt Disney. Wir können halt nur dort schauen, wir können nicht dorthin. Wir haben leider keine Zeit dafür, mal eben zu Amerika hindüsen, Chicago und so weiter und so fort. Nee, geht nicht. Können wir nicht. Schaffen wir nicht. So, ob ihr das schafft, weiß ich nicht. Wenn ja, dann viel Spaß dort. Wie gesagt, in Anaheim ist bald Galaxy Edge geöffnet bald. Dieser Rundflug ist ja gezeigt worden. Und wie gesagt, 6 Monate später in Orlando ist auch sowas eröffnet. Also Amerika hat halt viel Spaß mit Star Wars. Wir hier in Europa leider nicht. Wir sind halt auf amerikanischen Seiten zu Hause, müssen uns da informieren. Alle, die hier Fans sind, sind so ein bisschen angehaucht an EU-Universum. Und einigen, die hier halt bei YouTube ihre Sendungen machen, mit ihren Fantastereien da, wer, wie, wo, was, mit wem vielleicht doch hätte sein können. Ja. Wer natürlich Hörbücher sich angehört hat, ist dann auch in Kenntnis, dass Leia eine Marajush ist, was immer das darstellen soll. Sie ist aber eine Marajush im Hörbuch bei
der Trilogie von Thorn. So, Thorn war hier auch hinter den gewissen Jedis her. Und wie gesagt, auch Thorn ist noch nie auf Hollywood-Seite gesehen worden. War also auch nie unter Lucas erdacht worden. War also nie da. So, was daraus wird, wissen wir nicht. Müssen wir mal schauen, ob Thorn in E9 irgendwie erwacht oder in den Serien erwacht. Oder ob Serien so erwachen werden, wie die Hörspiele sind. Auf eine Art fehlt ja immer noch Darth Vader, der dunkle Lord, als separater Spielfilm. Also ein separater Spielfilm, wie er aufstieg, Amidala schrie, ja, dann die Jedis und die Jedis sich ey, wer ist das denn? Kennt man nicht? Ne? The Dark Lord Hörbuch. Im Dark Lord Hörbuch, da erfährt man halt eine Menge in der Trilogie von Thorn. Ja, da bekommt man auch eine Menge mit. Macht also auch Spaß, wie Thorn hinter den alle her war. Ja, und auf eine Art macht das alles schon Spaß zu hören, zu sehen, zu lesen, aber irgendwas stimmt da irgendwie nicht mit der First Generation, also mit uns als Erstgeneration mit 4, 5 und 6. Sollen wir uns dann plötzlich mit 1, 2 und 3 auseinandernehmen und dann die Karawane der E-Books bloß nicht vergessen, die beiden Filme. Karawane der E-Books, das war ja, das klappte irgendwie nicht, das passte nicht. Also zu unserer Zeit, der ersten Generation, wurde ja schon auf eine Generation gezielt, die zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht im Kino war. Und das klappte irgendwie alles noch nicht so. Auch die Fernsehsendung, das war ja wohl ein Hammer. Auch die Muppet Show, wo die dann dabei waren, war ja jetzt auch nicht der Hit. Ich meine, heute im Replay, im Nachhinein, empfindet man ja sowieso alles anders. Also ich wünsche euch wirklich einen tollen Start in den April 2019. Ich wünsche euch wirklich sehr, sehr viel Spaß auf der Convention 2019, egal auf welcher, auch auf eure eigene, ob in Oberhausen, in Dortmund und wo überall. Alle konnte ich leider noch nicht betrachten. Ja, ja, einige grüße ich aus Hamburg, München und Nürnberg. Dort sind ja einige gute Kollegen unterwegs, die aus Star Wars auch, der ersten Generation, sind jetzt auch um die 50, 60 oder 40, ist auch einer dabei. Die denken halt ein bisschen anders, empfinden auch ein bisschen anders, wie jetzt ihr hier, ihr Neuen, und dann die zwischen 15 und 35, die empfinden das ja sowieso auch alles anders. Und gegen Empfindungen können wir nichts, wollen wir auch nichts. Jeder soll so empfinden, wie er möchte. Meiner einer sagt einfach nur, die erste Generation sieht es ein bisschen differenzierter, diesen Spaß von Krieg der Sterne, Star Wars. In dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Start in den April.